So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Der letzte Part war synchron. Ich hoffe, dieser ist es auch. Ja, wir haben das letzte Mal zwei Rabaross-Level gemacht. Das eine haben wir nicht geschafft, das andere schon. Und jetzt Challenge Accept. Ach ja, der Alina hat ja Level gebaut. Richtig. Gehen wir da rein. First Level after long break. Genau. Ein ganz, ganz langer Break war es tatsächlich. Ich schätze auch hier bei ihr ist auch so die neuen Sachen wieder, haben so ein bisschen motiviert, mal wieder was zu bauen. Die hat immer sehr schöne Level gebaut. Ich bin gespannt. Bosskampf. Okay. Okay, ich kann aktuell nur hier unten rein. Ah. Achso, jetzt sind wir so Challenge-Räume, na klar. Das ergibt auch Sinn für den Namen. Oh boy! Darf ich gar nicht so lange rumdrödeln. Ah, jetzt kriege ich den Pilz und jetzt komme ich durch die Säge durch. Okay. Da muss ich jetzt so einen Kletterparcours machen. Ich habe Angst. Oh Gott, und dann kommt random Feuer von der Seite, weil dann Bowser im Raum ist. Ah, ich muss hier rüber. Ah, ich muss den... So, jetzt. Wo bin ich? Puh, ich hatte Angst. Okay. Checkpoint, nice. Oh, nice. Das mag ich auch. Okay, lass mich in Ruhe, bitte. Wow. Okay. Wow. Lass mich da durch, danke. Jetzt bin ich hier, jetzt kann ich da oben rein. Okay. Okay, jetzt muss ich mich treffen lassen. Den kann ich nicht drücken. Ist das der Bossfight? Ah ja, da hinten ist Bowser. Den setze ich jetzt rauf und runter. Aber das Viech selber... kann mir ja nix. Lul. Ah, nice. Jetzt muss ich nochmal drücken. Okay. Es war simpel, aber schön gebaut. Und wir hatten neue Elemente drin. Sehr schön. Zack. Und next. Yoshi's time to shine or fall. Oh nein, Yoshi soll doch nicht fallen. Short Yoshi Speedrun. Okay. 22 Sekunden, 5%. Erreiche das Ziel allerdings auf Yoshi. Also ich darf ihn gar nicht mal fallen lassen unbedingt. Vielleicht den letzten. Also vielleicht den ersten. So, warum wollte ich das sagen? Ja, den muss ich auf jeden Fall schon mal fallen lassen. Oh mein Gott. Jetzt hätte ich das drücken müssen. Okay. Ja gut, es ist ein Speedrun. Man muss also schnell sein. Bin mal gespannt, ob ich das Level schaffe. Ich habe ja ein paar Alina-Level auch gehabt, die ich nicht geschafft habe, wenn ich mich so richtig erinnere. Hätte ich den? Okay, es war richtig allerdings anders, als ich es wollte. Aber es war richtig. Oh boy. Okay. Oh, man verliert dadurch, dass man auf Yoshi landet, so viel Speed. Das ist für einen Speedrun ein ganz komisches Gefühl. Ja. Okay. Aber es sieht soweit machbar aus. Ich denke, das kriegen wir hin. Ach ja. Nein! Was tue ich?
Aber das kriegen wir hin. Da bin ich guter Dinge. Hopp. Und hopp. Und gleich schießen. So, perfekt. Und hopp. Jetzt passt die. Oh, ui, 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 ui. Da darf ich gar nicht zu schnell sein. Nein! Das. Vor Schreck einfach mal abgesprungen. Ah, oh, wenn ich den runter hätte segeln lassen jetzt. Oder die Zeit abgelaufen wäre, weil ich nicht mehr drauf gekommen wäre. Sehr schön. Huch. Alles klar. So, Rasierer will wieder fair sein. Oh je. Vicaris braucht 6,37. Will ich das? 2%? Beziehungsweise, naja, gerundet 3. Will ich das? Wow. Okay. Also er will ja fair sein, das hat. Das heißt, es dürften keine zu schwierigen Sprünge eingebaut sein. Und es müsste einfach nur nett zu spielen sein. Ich bin gespannt, ob er es geschafft hat. Bisher ja. Bisher auf jeden Fall schön zu spielen. Wenn man hier nicht komplett dumm ist, dann passiert hier auch nichts. Mann! Was war das denn jetzt wieder? Blödsinn. Oh, ich habe auf dem Bildschirm. Ich habe woanders. Ich habe kurz auf die Zeit geschaut, wie lange ich aufnehme. Dabei einfach schon mal nach rechts gedrückt. Das war nicht so klug. Nein! Nein, 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 nein. Es ist so komisch, wenn man auf dem Kopf steht. Ich hätte mich jetzt problemlos retten können. Aber dadurch, dass ich auf dem Kopf stand, habe ich die falsche Richtung gedrückt. Ah. Okay. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Yes. Aber es ist so komisch auf dem Kopf, ne? Okay, also jetzt aber hier. Wie kann man denn den Sprung fassen? Ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles auf meine Kappe. Können wir uns nicht hier am Anfang jetzt aufhalten? Das ist super einfach. Können wir? Nein! Nicht da. Okay. Wir haben schon viel schwierigere Sprünge gemacht. In seinem... Boah, das war so knapp. In seinem VVVVV-Abschnitt. Das ist jetzt ja sozusagen sowas Ähnliches, nur halt in nett. Ne? Das ist ja jetzt nichts... Nichts Dramatisches. Sowas hat er ja schon mal gebaut, nur jetzt ist es halt nett. Ja, man müsste halt jetzt den Sprung schaffen. Aus der Lücke raus. Das wäre halt ganz gut. Nein, nicht schon wieder. Also, das ist jetzt schon peinlich langsam. Stopp. Langsam. Nicht wieder da hinten runter segeln. Das wäre nicht so cool. So, also, einfach ein bisschen. So, easy. Okay, der Sprung aus der Lücke ist natürlich grundsätzlich kein allzu angenehmer. Aber ist jetzt eigentlich auch nicht so mega das Drama. Sage ich ja.
So, jetzt bin ich halt ein bisschen unschlüssig, aber ich hoffe mal, ich kann den Pfeilen vertrauen. Ja. Kann ich. Muss ihnen nur schneller vertrauen. Der Moment, an dem ich an den Anfangsstacheln sterbe, ist der Moment, wo ich das Level beende. Just saying. So, also das ist halt wirklich nicht das Problem. Das Schwierigste ist bisher, da oben aus der Lücke rauszuspringen. Und das ist tatsächlich sowas, das ist immer so eine etwas knappe Geschichte. Aber an sich klappt das halt auch normalerweise. So, wir laufen einfach rüber. Gehen einfach in die Röhre. Kriegen jetzt hoffentlich einen Checkpoint. Dankeschön. Und oh, ein Flugwörtchen. Jetzt wird es natürlich interessant. Oh, ich hab's schon mal gesagt, ich kann mit diesem Ding, das Problem bei diesem Ding ist, er zieht automatisch in eine Richtung, und zwar in die man guckt. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Ich weiß nicht, wie man das Ding ordentlich steuert. Ich sag's gleich, ich werde das wahrscheinlich jetzt alles falsch machen. Ja, so viel dazu. Ja. Okay, da brauche ich das Flugkörnchen nochmal. Aber ist machbar, die Stelle, keine Frage. Ich muss nur erstmal mit dem Ding... Ich kann mit dem Ding halt nicht ordentlich umgehen. So, das ist das, was ich sagen wollte. Yo, wie muss ich denn... Wie kriege ich denn das Speed drauf beim Durchsegeln? So, weil so bin ich ja viel zu langsam, ne? Oder muss ich dann die ganze Zeit so drehen? Ach so, ich mache... Ah... Indem ich nicht den hier vorher mache, sondern direkt so. Dann bin ich schneller. Ah, okay. Also hier einfach einmal hoch. Achso, der kommt nicht wieder. Was ich sagen wollte. Also hier einfach einmal hoch. Hoch. Habe ich es nicht gerade geschafft? Hä, was mache ich jetzt? Nein, 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 das wollte ich nicht. Oh, no. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Okay, so und jetzt einfach den hier. Ah, alles klar. Wow, opa, muss man aber richtig fix rumdrehen. Oh, no. Aber theoretisch müsste ich ja sogar... mit dem großen Mario da noch durchkommen. Die Frage ist, ob ich das Flugkörnchen auf der anderen Seite noch brauche. Ja, jetzt, aber jetzt habe ich den kleinen. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt werde ich es nicht schaffen rechtzeitig. Ja. Aber hier mit Wandsprung könnte es ja noch gehen. Wait, kann ich von den Dingen überhaupt einen Wandsprung abmachen? LOL! Das ist ja witzig, wie es einen hochzieht. Oh, ich darf also nicht. Doch, darf ich schon. Ich kann ja bis hoch mich ziehen lassen, dann kann ich so runterrutschen. Ja, so vielleicht nicht. Passiert das auch als... Oh, kann ich nicht testen. Als normaler Mario wahrscheinlich nicht. Ach, Mist. Oh, man rutscht aber langsamer. Das ist interessant. Man rutscht dann langsamer. Man wird jetzt nicht hochgezogen, so wie bei dem anderen. So wie beim Flugkörnchen. Aber man rutscht langsamer. Okay. Haben wir doch schon wieder was gelernt über das Flugkörnchen. Und dass wir halt so doof sind. Mist. Mist. Ich werde doch diese Flugpassage hier hinkriegen. Gibt's doch nicht. Es gibt's doch nicht. Nein.
Shafis. Ach, und hier auf der. Ach so! Und auf der anderen Seite ist es umgekehrt, da zieht es mich schneller runter. Ja, das ergibt Sinn, weil da dreht sich das Ding ja auch. Oh mein Gott. Da dreht sich das Ding ja auch anders. Ah! Interessant. Ja, das war nicht, was ich wollte. Sag mal, bin ich... Nein, nicht hör auf Neustart zu drücken. Aber was... Ich muss hören, ne? Ich drücke irgendwie zu bald. Was mache ich denn? Jetzt... Oh. Das ist nicht mein Ernst. Ja, und das meinte ich. Wenn ich groß wäre, kann ich hier einen Wandsprung ansetzen. Ich weiß halt nicht, ob ich das Flughörnchen noch brauche nachher. Das gibt's doch nicht. Ach. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch schon mal da oben reingekommen. Sogar ein paar Mal. So, okay. Jetzt segeln wir hier einfach runter und drehen schon mal hier um und drehen rüber. Okay, okay, alles gut. Wenn ich den Wandsprung geschafft hätte. Habe ich nicht. So. Rüber, 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 rüber. Okay, cool. Man fällt so schnell. Hilfe. Ich habe mich nicht getraut, weil ich nicht in die Stachel reinspringen wollte. Ja, so ein Käse. Nice. Tschüss. So, okay, ich brauche den noch. Okay. Da würde ich jetzt einen neuen kriegen. Da will ich nicht hin. Wo will ich hin? Oder will ich in die Röhre? Nein. Hä, was soll ich machen? What? Ach so. So, ne? Ja, ja, okay, verstanden. Gut, dass ich den hier neu bekomme. Das ist der faire Teil. Und dann hier hoch. Okay, okay, okay. Ach du Scheiße. Ja, das... Okay, hier kann ich resetten. Uff. Oh Gott, wie mache ich das? Oh mein Gott. Wie soll ich denn da durchsegeln vernünftig? What the... Ah, nee, ich glaube, das muss ich jetzt andersrum machen. Muss ich da vielleicht den hier machen? Und dann so vorsichtig? Oh Gott, was? Wie geht das? Ja, so wahrscheinlich, ne? Und hier brauche ich dann den... Oh no. Okay, ich muss ihn bis nach unten behalten. Ich muss da durchschweben, das geht sonst nicht. Irgendwie... Aber der ist so schnell. What the heck? Kann ich, wenn ich so schwebe, mich auch dann so drehen? Ja, so nicht. Nee, dann mache ich ja den. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das ordentlich steuern muss dadurch.
Jetzt müsste ich in den Flug... Ja, wie mache ich das zurück dann? So komme ich ja auch... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich kann mit dem Flughörnchen nicht umgehen. Wie mache ich denn da langsamer runter? Hilfe! Das war nicht langsamer. Oh oh. Okay. Du musst irgendwie einfach die Tür hier reinkommen. Das wäre cool. Problem ist, ich kann halt... Ich weiß leider nicht, wie man dieses Hörnchen ordentlich steuert. Oh, nee. Aber ich muss da unten, muss ich ja richtig... richtig weiter nochmal durch. Das reicht ja nicht so wie hier. Na, das reicht ja nicht so wie hier. Ich muss da ja richtig durch... Hä? Wie soll ich durch den Abschnitt hier, dieser Gang, wie soll ich durch den Gang kommen? Das verstehe ich nicht. Komme ich da vielleicht mit dem gut gezielten Wandsprung hoch? Einen Versuch hätte ich ja. Ja! Oh mein Gott! Get wrecked, Rasierer. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie man das da hätte sonst machen sollen. Vielleicht war es aber auch so gedacht. Und nicht mit dem Hörnchen. Ich weiß halt nicht, wie ich da hätte durchgekonnt. Oh. Ich weiß halt nicht, wie ich da hätte durchgekonnt. Das war es noch nicht komplett. Oh, ich hasse dieses Hörnchen, ne? Es ist so schön, das Item an sich ist, aber die Steuerung im Mario Maker... Uff. Ganz schwierig. Hä? Wait, wait, wait. Ach so. Ach so, ich war da schon richtig. Oh nee, ich war da richtig. Ja, so nicht. Ja, so nicht. Ach, jetzt ist es weg. Ja, dann. Dann hat sich das eh erledigt. Okay. Also dann anders. Dann segeln wir direkt los. So. Und dann ziehe ich da einfach rüber. Aber hier muss ich dann ja auch... Okay, ja doch, hier funktioniert es. Da kann ich schnell rübergleiten. Oh, ich war... Ja, ich hätte mich wahrscheinlich an die Wand... Ich zeig das mal kurz. Ich hätte in dem Gang wahrscheinlich drüben an der Wand hängen können. Und wenn ich von da aus abspringe, dann kann ich ja segeln. Das heißt, ich habe vorher diesen gemacht. Und dann bin ich gesegelt. Weil ich von der Wand aus abspringen kann. Das umzusetzen ist aber trotzdem für mich schwierig, weil ich mit dem Hörnchen nicht umgehen kann einfach. Oh mein Gott. Nein, ich wollte noch ansetzen. Alter. Jetzt rein. Okay, genau so. So, jetzt segeln wir hier runter und setzen uns hier an. Und dann segeln wir da rüber. Und dann... Wie komme ich denn da so schnell rüber? Was? Ich habe halt das Gefühl, dass ich die Mechanik von dem Hörnchen...
nicht gut genug. Alter! Nicht gut genug kenne. Um sie hier gewinnbringend einzusetzen. Na, das hat nicht hingehauen. Oh boy. Dieses blöde Hörnchen ist so blöd, dass der so rüberzieht. Geh doch einfach gerade hoch, Mario, wie bei dem Propeller. Wie wär's? Ja, das war der. Ja, super. Jetzt komme ich wieder nicht. Aber ich verstehe den Gedanken, was ich hier machen muss. Okay. Ich verstehe den Gedanken. Kriegst nur noch nicht umgesetzt. So. Na, das war schon wieder. Da darf ich halt nicht hängen bleiben. So, das ist das Ding. Wenn ich da hängen bleibe, ist halt vorbei. Ich muss da ein bisschen durchsegeln und dann komme ich da recht schnell durch. Alter, diese Röhre. Danke. Das darf halt nicht... Ja, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich muss irgendwie... Ich muss gar nicht von der Wand abspringen. Ich muss gar nicht von der Wand abspringen. Ich kann doch direkt im Gleitflug bleiben, wenn ich da runtergehe. Und dann komme ich da auch viel besser durch. Warum hänge ich mich denn unbedingt an die Wand dran? Also das muss ich ja gar nicht. Ich kann ja hier, zack. Und dann komme ich hier ja auch problemlos rüber. Naja, fast. Komm schon. Yes. Oh, boy. Jetzt kriege ich wieder den Hut. Okay. Okay, die gehen nicht kaputt. Was soll ich jetzt hier tun? Hä? Wo soll ich hin? Da oben geht's irgendwie weit. Was? Was soll ich. Hä? Ach so. Nein, jetzt muss ich dann hier an die Wand und dann von da. Okay, verstanden. Beziehungsweise kann ich das nicht so machen? Nee, ich muss hoch an die Wand. Dann hier abspringen. Dann muss ich hier drüben an die Wand. Dann hier abspringen. Und jetzt kann ich mit einem gut gezielten Sprung bis hier hoch, oder was? Oh mein Gott, was? Oh Gott. Ist das so gedacht? Komme ich nicht von hier aus schon besser da hoch? Nein. Ja, schade.
So. Aber jetzt? Hä? Ich kann zwar hier... Ah, und jetzt segel ich rüber. Nein. Das war genau das falsche Segeln. Wollte ich nicht. Kann ich aus dem Ding irgendwie in den richtigen Segelmodus zurück? Weil das ist das Problem, was ich gerade hatte. Ich muss von der Wand aus... Kann ich nämlich nicht. Von der Wand aus kann ich... Von der Wand aus kann ich gar nicht in den Segelmodus zurück. Kann das? Ich komme dann nur in diesen Modus. Und der würde mir nichts nützen. Nee, das reicht nämlich nicht. Ne? Ich muss segeln, aber wie kann ich denn von da oben absegeln? Kann ich nicht. Ich kann von da oben nicht absegeln, oder? Oh je. Ne, wenn der so abspringt, macht er nur noch den hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht, was ich will. Dann muss ich es wohl doch so... Ah, das war Quatsch. Dann muss ich es wohl doch so ansetzen. Das wollte ich doch noch gar nicht... Oh, ich... Hallo, ich drück den Knopf noch nicht mal. Was ist dein Problem, Spiel? Mann! Oh, Alter. Ich werde gleich an der Zeit sterben. Reicht nicht mal hinten und vorne. Und ich schwebe halt nicht. Das ist das Problem. Ich würde gerne schweben jetzt, ne? Diesen normalen Schwebdings. Aber ich komme aus dem Modus nicht raus. Warte. In der Luft B halten. Aber das geht nur, wenn ich... Hoher Drehsprung. LR gedrückt halten. Wie LR gedrückt halten. Ja gut, das ist der hier, aber... Das nützt mir ja so nix. Das reicht nicht. Ich weiß, wie soll ich denn da rüberkommen? Hä? Ich scheitere an der Mechanik. Ich weiß nicht, wie ich dieses Ding ordentlich... Moment, aber wenn ich so mache, dann... Nee, dann segel ich ja so. Aber so will ich. Ich will ja so segeln. So will ich oben segeln. Aber dafür muss ich... So kann ich nicht segeln, wenn ich von der Wand abspringe. Dann mache ich so. Dann segel ich so. Und das will ich nicht. Ich will richtig segeln. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich bin komplett lost, was diese Mechanik angeht. Ja! Nee!
Wie soll ich da hochkommen? Was mache ich denn falsch? Das das reicht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Ich müsste halt... Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. So, das will ich. Von der Wand ab den... Oh nein. Oh no. Von der Wand ab den Segelflug. Den will ich machen. Aber wie geht... Warum hat das jetzt funktioniert? Und, oh mein Gott, ich bin tot. Ja gut, hilft nichts. Ich bin wieder falsch rum abgesprungen. Ich hasse alles. Ich bin wieder falsch rum abgesprungen. Ja, das war's jetzt erstmal. Mist. Mist. Also wie mache ich diesen Sprung? So, das üben wir jetzt mal hier. Ich setze mich an die Wand und jetzt will ich wegsegeln. Aber nicht so. Sondern halt dieses andere wegsegeln. Aber das macht er nicht. Der geht nur so weg. Nur wenn ich einen Wandsprung direkt mache. Aber den kann ich nicht machen, wenn ich so ankomme, oder? Ja, dann macht er nur noch den. Das heißt, ich kann da an der Stelle nicht segeln. Weil so kann ich ja... Okay. Okay, wenn ich nie... Also selbst mit dem Drehsprung... Okay. Wenn ich selbst mit dem Drehsprung... Okay, das muss ich ausprobieren. Aber im Pflanzenraum. Ah, Mist. Okay, nice. Das hat ja funktioniert, haben wir schon gesehen. Sehr schön. Sind wir schon wieder im Pflanzenraum. Also, ich muss Folgendes hinkriegen. Ich muss einen Drehsprung ansetzen können. Alles klar. Und jetzt kann ich segeln. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das ausreicht. Aber jetzt kann ich nicht mehr segeln. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nee, ich kann immer noch segeln. Hä? Okay. Ach so, Moment. Ah, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja... Ah, doch. Ja, okay, jetzt funktioniert's. Jetzt segle ich hier rüber und dann mache ich den hier. Ja, okay. Okay, 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 okay. Gecheckt. Das ist das Problem, was ich meinte mit der Mechanik. Das wollte ich nicht, das war Quatsch. Jetzt habe ich es verhauen. Das ist das Problem, was ich mit der Mechanik meinte. Ich kannte die nicht. Ah, Mist, ey. Ja, das wollte ich nicht. So geht es jetzt schon wieder nicht mehr. Doch, es geht noch, okay. Keine Ahnung, was ich vorhin falsch gemacht habe. Wahrscheinlich alles. Nein. Uff.
Behalt deine Münze. Oh mein Gott, ey. Hua! Oh mein Gott, nein. Oh Mann, das hätten wir so schnell so viel schneller haben können. Käse. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.